Nicht gleich noch, dann nicht wieder Mühe waschen. Keine Ahnung, was ich meine Leute machen. Was anderes. Es rennt schon wieder. Es rennt schon wieder. Wenn man bei einem Bus fährt, wenn man bei einem Busfahrer, wenn man bei einem anderen, wenn er auf 40 ist, dann wird da ein anderes über 5 Tonnen am Bus. Was? Ja. Wie ich wohne mit dem Armbeutel aufgelegt. Die Kleine oder die andere? Ja. Oder Rebecca. Ja. Die ist bei mir die Nina Kaube, glaube ich. Nein, die hat Urlaub. Die Nina geht gut, die Nina. Die Urlaub geht nicht mehr. Die hat Urlaub, die Nina. Ja, hier in der Firma RSK Gebrüder Rackinger bin ich für die Finanzbuchhaltung, also inklusive dem Finanzwesen zuständig, Teile der Personalverrechnung und bin bereits seit 9 Jahren hier im Unternehmen mit 4 Geschäftsführern. Also seit 4,5 Jahren begleite ich nun Brigitte Niebauer ehrenamtlich. Alle 14 Tage sind wir gemeinsam unterwegs, meist am Freitagnachmittag. Und dazu gekommen bin ich, weil ich dem Leben etwas zurückgeben wollte. Ich selber habe mit meinen beiden Kindern sehr viel Glück gehabt, obwohl es einmal anders ausgeschaut hat. Und ja, und sehr bald bin ich dann schon drauf gekommen, dass es auf mir selber sehr viel bringt. Also nicht nur, dass ich jetzt Gutes tue, wie man immer so sagt, sondern dass ich selber sehr viel zurückbekomme, weil ich als der Mensch, der ich selber glaube bin, angenommen wird, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und ja, wir haben verschiedenste Ideen. Seit 4,5 Jahren, wie gesagt, sind wir zu verschiedenen, also an den verschiedensten und schönsten Plätzen Salzburgs gemeinsam unterwegs. Wenn es Veranstaltungen gibt, besuchen wir diese, wenn es für uns beide so passt. Ich wähle einige aus. Brigitte sagt mir dann, dass sie gerne möchte. Manchmal sind es auch nur Spaziergänge und dann ein anschließendes Abendessen. Brigitte hat Freundinnen und auch in anderen Wohnhäusern. Sie ist ja zwischenzeitlich immer umgesiedelt. Und es ist nicht so selbstverständlich wie bei mir, dass ich mich ins Auto setzen kann und eine Freundin besuchen kann, sondern Brigitte braucht da schon ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Und so nehmen wir manchmal Freundinnen von mir mit und dann sind wir wirklich so ein Vierergespann, das Golden Girl Team, also das sind wir, jetzt schon bekannt. Und ja, es ist für mich halt schon dann diese Freude zu erkennen, dass die Freundinnen sich sehen dürfen, dass wir gemeinsam was unternehmen. Und also das ist jetzt nicht mehr, dass man sagen kann, das sind Klientinnen, Nutzerinnen, sondern es ist schon bereits eine Freundschaft zwischen uns entstanden, auch mit ihren Freundinnen. Und ich sage inzwischen auch, wir haben uns schon lebenslänglich gegeben mittlerweile für diese schöne Freundschaft.
Ja, zum Ausflug zum Alpakastall in Saalfelden zu meiner Nichte und ihrem Mann und auch meine Schwester. Die drei liegen mir da besonders am Herzen und eben auch wir vier liegen am Herzen. Wir sind mindestens zweimal im Jahr, also einmal im Winter, einmal im Sommer zu Besuch. Ganz herzlich dort willkommen. Und ich muss eben da auch wirklich meiner Nichte, ihrem Mann und meiner Schwester einen großen Dank sagen, dass sie mich immer wieder ganz großzügig unterstützen, speziell wenn ich eben mit mehreren Damen unterwegs bin. Und dieser Alpakastall Saalfelden, ich habe von der Gründung weg mit ganz wenigen Alpakas und jetzt schon eine große Herde. Und immer wenn wir reinkommen, gibt es wieder Nachwuchs, ob bei den Alpakas oder mittlerweile auch die Söhne von meiner Nichte. Also es ist wunderbar, wie man hier sieht, diese Entwicklung sieht und wie auch also Brigitte und ihre Freundinnen miterleben und mitleben in unserer Familie. Integration ist immer dieses Wort, aber für mich ist es selbstverständlich. Und auch unterm Jahr wird immer wieder gefragt, wie geht's der Moni und was passiert und Alpakas und so weiter. Und wir haben uns für diesen Ausflug entschieden, weil es doch zweimal im Jahr ein Highlight ist. Die Hand so, die nach vorne, noch ein bisschen weiter, vierte die. Was hast du mal? Was haben wir mal? Ich hüpfe das. Das. Die nimmst du, ja? Nur einmal beim Strick. Schau mal. So, so, ja? Jetzt zugreifen. Genau, und dann Rest hoch. Super! Also. Jetzt hast du wieder ein kleines Wickel drin, oder? Das ist mal um. Genau, super. Schaut, kennst du noch mal eine Runde dran? Wir sind wieder. Und das schon wieder die Christine. Die kennt man wieder, glaube ich, oder? Die werden dann schon wieder alle auftauchen. Was hat die? Da müssen wir eh wieder vorn. Zahnfahren denkst du schon? Nein! Komm, Tati! Jetzt hat die Christine wieder gleich angesprochen. Ah? Ja, schau. Wow. Jetzt sieht man schon fast die Hose. Schau mal, ich war gestern zum Gärtner. Da war ein kräftiges Ding. Hm? Der Filou ist das. Der Filou? Der Filou. Das ist eh der richtige Name für dich. Du sollst nicht spucken, hoffentlich. Nein, das stimmt. Lass dich nochmal angreifen. Ich glaube, der weich ist in ein paar Greifen, aber der ist ganz fein und kuschelig. Angreifen? Der gleiche Haar wie du. Ja, der gleiche kuschelige Haar wie du. Ja. Willst du mal angreifen? Ich wollte dein Glück und du kannst zurecht. Ganz rein? Ganz rein. Die Wolle. Die gibt es ja Wolle. Da schauen wir noch her zu der Moni. Die Wolle. Die Wolle. Mit deiner Wolle. Nein. Die Wolle. Die Wolle. Mama, wie heißt die? Future. Future. Zukunft. Zukunft. Du hast der Witzige mit dem weißen Kopf und mit dem braunen. So der Louis. Der ist ja witzig. Aber der hat mehr Bullen wie die anderen, oder? Das ist ein bisschen älter. Ist der witzig. Festhalten, Leo, festhalten. Festhalten. Hoppala, falsche Richtung. Jetzt mal schauen, die Ingeborg kommuniziert total mit ihren Enzeln. Die sagt ja alles mögliche ins Ohrwaschlein. Die ist Flüsterin. Sie ist die Alpaka-Flüsterin, genau. Katzi, sagt sie. Katzi. Katzi, sagt sie wieder. Du sagst den Enzeln, Katzi. Ja. Ingeborg hat schon wieder ein Schatz. Wer hat jetzt einen? Sie ist auf die dunkleren, übergestiegenen Stimmen. Ja. Magst du was trinken, Michael? Das habe ich gar nicht gefragt. Soll ich einmal ein Wasser oder was bringen? Ingeborg ist jetzt.
Bier da war, wie es geht. Ich habe nicht bestätigt, das ist übersehen. Das ist etwas, was du Dauerlauf machen musst. Heute hast du ja schon Dauerlauf Ausdauertraining gehabt. Fußball spielen. Entweder das geht zum Brunau aus, dass man draufgessen oder irgendwo am Weg jetzt da. Ingeborg, bitte schau mal kurz her, was ist das? Bitte, sind die lieb. Ingeborg. Du schaust, was ich jetzt aussuchen darf. Schau mal her. Also sowas kannst du nur häkeln. Aber wisst ihr was, schau, wir müssen aufpassen, dass man da herin nicht die ganzen Ständer umbauen. Nein, das hat doch gleich gefehlt. Das geht auch schon. So, was ist jetzt denn? Magst du nur schauen? Müde. Genau, der Leo schaut. Hallo Leo. Tschüss, oder? Ist der Leo? Brigitte? Steigen wir da rein? Nein. Oder gehen wir vorher noch auf die? Auf Klo. Genau.